war noch nie so sauer. Ja, Sally ist sauer. So richtig sauer. Der Mund ist nur noch ein Strich. Die Augen sind verkniffen. Sally ist wütend. Richtig wütend. Und nun kommt Linus dazu. Recht vergnüglich, wie mir scheint. Ihm scheint's richtig gut zu gehen. Er lächelt. Sein Blick ist klar und freundlich. Na? Sally, wie geht's? Ich bin sauer. Sauer auf die ganze Welt. Echt? Auf jeden einzelnen Menschen? Ich bin sauer auf alle. Bist du sauer auf die Tiere und die Vögel und die Fische? Was ist mit den Bäumen und den Blumen? Auf die bin ich auch sauer. Ich bin sauer auf alles. Du bist sauer auf den Himmel und die Sterne? Was ist mit dem Boden? Bist du auch sauer auf all die Steine? Und was ist mit den Autos und Häusern, dem Fernsehen und dem Zirkus und Rollschuhen und Armbändern? Ja, Sally ist sauer. Einfach sauer auf alles. Ihre Laune scheint so richtig verdorben. Kennst du das? Wenn dein Tag so richtig verhagelt erscheint? Wenn blanke Wut in dir hochsteigt? Ich kenne diese Tage. Irgendetwas hat mich sauer werden lassen, ist mir aufgestoßen. Und dann lasse ich kein gutes Haar an irgendetwas. Dann bin ich sauer, so richtig sauer und auch nicht sehr umgänglich. Ja, so sauer, so richtig sauer ist Sally. Und nun kommt Linus und er stellt eine übliche Frage, wenn wir uns begegnen. Na, Sally, wie geht's? Ob er damit gerechnet hat, dass er so eine Antwort bekommt? Bestimmt wollte er vielleicht nur ein Danke, mir geht's gut hören. So ist das eben mit Floskeln manchmal. Wir fragen als eine Form der Begrüßung, wie es meinem Gegenüber geht, erwarten aber eigentlich eine positive Antwort. Anderes wäre ja auch vielleicht zu anstrengend. Ja, das habe ich mal erlebt. Da wurde ich von jemand am Telefon gefragt, wie es mir denn ginge. Und da ich stark erkältet war, habe ich wahrheitsgetreu geantwortet, wenn es mir ehrlich geht, nicht so gut. Ich bin erkältet, habe Kopfschmerzen, fühle mich etwas elend. Och, das ist aber schön, sagte mein Frager und kam dann gleich zu dem eigentlichen Anliegen, warum er mich angerufen hatte. Er hatte bestimmt einfach gar nicht richtig hingehört. Und Linus? Linus hat zugehört. Sehr löblich. Ja, er ist von Sallys Antwort sogar etwas betroffen und so fragt er nach. Versucht etwas zu relativieren. Echt? Auf jeden einzelnen Menschen bist du sauer? Und fragt dann noch weiter, wird immer konkreter und nennt auch andere schöne Dinge, wie Tiere, Vögel, Bäume und Blumen. Und dann, weil Sally immer noch sauer ist, erweitert er den Kosmos, nennt Himmel und Sterne, wechselt in die Erlebniswelt von Sally, spricht von Häusern und Autos und schönen Dingen, die Sally bestimmt gefallen, wie Rollschuhfahren und Armbänder. Will er eine Brücke zu Sally schlagen? Komm, es gibt doch bestimmt etwas, worauf du nicht sauer bist. Hilft er damit Sally vielleicht, dass sie sich etwas besser fühlt? Oder ist er einfach nur spitzfindig und etwas nervig und fragt dauernd nach, weil er es einfach nicht akzeptieren möchte, dass Sally jetzt eben einfach mal sauer ist. Auf alles einfach sauer ist. Ich weiß es nicht. Aber irgendwie gefällt mir sein Ansatz. Er geht durch das ganze Spektrum menschlicher Erfahrung, denn so vieles, wofür Sally doch auch einfach nur dankbar sein könnte, und wo es eigentlich gar keinen Grund gibt, sauer zu sein. Aber auch Linus erreicht einen Punkt, wo er mit seinen Fragen am Ende ist. Schweigen. Erwartungsvoll schaut er Sally an. Na, bin ich durchgedrungen? Meint er zu fragen. Doch Sallys Mund bleibt verkniffen. Und dann? Du hast Springseile vergessen. Oh,
Auf Springseile bist du also auch sauer? Auf Springseile sogar ganz besonders. Sally nennt den wahren Grund, warum sie so richtig sauer ist. Ihr Springseil hatte sich verknotet und ihr damit den ganzen Tag verdorben. Und jetzt ist sie sauer. Und sie will auch sauer sein. Auf alles. Und ich finde, vielleicht auch zu Recht. Es ist schon ärgerlich, wenn das Springseil sich so verknotet, obwohl man doch eigentlich gerade springen wollte. Alles hat seine Zeit, sagt der Prediger im dritten Kapitel der Bibel im Buch der Prediger. Ein paar Verse daraus möchte ich uns vorlesen. Für alles gibt es eine bestimmte Stunde und jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Zeit. Eine Zeit für die Geburt und eine Zeit für das Sterben. Eine Zeit zum Pflanzen und eine Zeit zum Ausreißen des Gepflanzten. Eine Zeit zum Töten und eine Zeit zum Heilen. Eine Zeit zum Einreißen und eine Zeit zum Aufbauen. Eine Zeit zum Weinen und eine Zeit zum Lachen. Eine Zeit zum Klagen und eine Zeit zum Tanzen. Eine Zeit, Steine wegzuwerfen und eine Zeit, Steine zu sammeln. Eine Zeit, sich zu umarmen und eine Zeit, sich zu trennen. Eine Zeit zum Suchen und eine Zeit zum Verlieren. Eine Zeit zum Aufheben und eine Zeit zum Wegwerfen. Eine Zeit zum Zerreißen und eine Zeit zum Zusammennähen. Eine Zeit zum Schweigen und eine Zeit zum Reden. Unsere Bildergeschichte endet damit, Sally schreit ihre Wut heraus. Nicht, dass ihre Wut gut ist, aber dass sie ihre Wut rausschreit, das tut erstmal gut. Wenn wir wütend sind, dann müssen wir diese Wut auch mal rauslassen. Aber ist es auch gut, dass Sally in Linus ein Gegenüber hat, der sie darauf bringt? Ganz bestimmt. Denn er lenkt ja ein bisschen seine Wut, ob er das nun bewusst oder unbewusst tut, aber er lenkt Sallys Wut auf den eigentlichen Grund. Und nun kann Sally ihren Frust genau definieren. Alles hat seine Zeit. Auch das Beten hat seine Zeit. In einem Gebet können wir Gott ansprechen, mit ihm hadern, ihn fragen, uns mit ihm streiten, uns bedanken und auch einfach erstmal alles rauszulassen. Und Gebete helfen dann dabei, sich zu entwickeln. Sie entwickeln uns, können helfen, die Ursache unserer momentanen Störung, unserer Gefühlslage zu lokalisieren und sie dann rauszulassen. Gott hat diese Geduld, so wie Linus gerade, der nicht aufhört zu buchen. Ob Sally am Ende ihm vielleicht dankbar ist? Wahrscheinlich nicht, denn sie ist ja erstmal sauer. Aber vielleicht, und ich hoffe das sehr, vielleicht wird sie Linus später einmal dafür dankbar sein. Denn seine Frage, na, wie geht's, war ernst gemeint, liebevoll und nicht unbeantwortet. Ich wünsche dir auch so einen guten Freund oder so ein gutes Gebet. Bleib behütet, bleib gesund.